Ich kann in Moodle sehr gut steuern, wer welche Aktivitäten sehen darf, wenn ich Voraussetzungen benutze. Die hängen unter anderem auch mit dem Aktivitätsabschluss zusammen. Da sieht man hier auch schon, diese Aktivität hier ist eingeschränkt, nicht verfügbar, es sei denn, die vorherige Aktivität mit Abschluss wird als abgeschlossen markiert. Und das werden wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen. Also ich gehe hier auf diese Aktivität und gehe mal auf die Einstellungen. Das ist jetzt ein Beispiel, wo auch nicht wirklich was drin ist. Wichtig ist jetzt hier der Punkt Voraussetzungen. Und bei diesem Punkt, diesen Haken, das ist eigentlich Banane. Man kann eine Voraussetzung hinzufügen. Ich habe jetzt hier schon eine hinzugefügt. Da gibt es immer die Standardauswahl muss oder darf nicht. Darf nicht kann man zum Beispiel sinnvoll einsetzen, wenn man hier wenn man eine Voraussetzung mit einem Datum macht. Ja? Teilnehmer darf nicht folgende Bedingung erfüllen. Nicht der Teilnehmer erfüllt die Bedingung natürlich, sondern das Datum ist dann halt noch nicht erreicht. Aber diese Aktivität könnte ich jetzt so einstellen, dass die nur bis zu einem gewissen Datum sichtbar ist. Sieht mir hier immer noch das Auge und das gilt übergreifend. Das heißt, wenn das Auge angezeigt wird, dann sehen Teilnehmer diese Aktivität, können sie aber nicht anklicken. Vorsicht, bei einem Textfeld ist natürlich witzlos, weil im Textfeld nur irgendwas direkt abgebildet wird. Ja. Das heißt, da bietet sich das nicht an. Da sollte man auf jeden Fall dann hier das Auge durchstreichen und dann wird diese Aktivität auch einfach überhaupt nicht in Moodle angezeigt und man sieht nicht, dass da was ist. Jetzt gucken wir uns einfach nochmal die verschiedenen Voraussetzungen ein bisschen an. Das heißt, das hauen wir aber da raus. Also Voraussetzungen. Datum haben wir gerade gesagt. Bewertung kann man einsetzen, wenn man sagt, es muss hier eine gewisse Bewertung, zum Beispiel von diesem Kurs oder von einer anderen Aktivität, die muss halt irgendetwas entsprechen, muss größer gleich oder kleiner gleich oder irgendwas sein. Zugriffsregel, da kann man logische Verknüpfungen zusammenschließen. Ich denke, insgesamt interessant ist auch noch der Aktivitätsabschluss. Das heißt, Teilnehmer muss eine Aktivität abgeschlossen haben. Zum Beispiel Testraum muss abgeschlossen sein. Und da ist jetzt natürlich wichtig, dass ich bei Testraum sinnvoll definiert habe, wann diese Aktivität abgeschlossen ist. Das muss ich mir dann da überlegen. Noch ein ganz interessanter Punkt, wie kann man jetzt einzelnen Schülern Dinge zukommen lassen, die diese Schüler alleine sehen dürfen sollen. Also jeder sieht nur seins quasi. Und das kann ich auch über eine Voraussetzung machen, wenn ich jetzt hier über Nutzerprofil gehe und dann sage, Feld im Nutzerprofil, wenn ich ganz sicher gehen will, dann nehme ich E-Mail-Adresse und dann gebe ich hier hinten die E-Mail-Adresse des Teilnehmers ein, der dieses Feld alleine sehen darf. Wieder, das ist natürlich witzlos, wenn ich ein Textfeld benutze, weil man das nicht anklicken muss, um den Inhalt zu sehen. Aber schon eine Textseite da wird dann irgendwas versteckt. Ich würde trotzdem bei so persönlichen Informationen immer hier noch das Auge durchstreichen und dann ist das gut. So, sieht es aus mit Voraussetzungen. Damit kann man sehr viel gerade auch zur Differenzierung machen, wenn man hier mit dem Aktivitätsabschluss arbeitet und dann sagt, einfach die andere Aktivität muss zuerst abgeschlossen sein und die andere Aktivität ist erst abgeschlossen, wenn man beispielsweise 80% richtig hat. Und das kann man sehr einfach einstellen.